Steinmetze gibt es seit Jahrtausenden. Durch Einsatz neuer Techniken hat sich das Handwerk aber stark gewandelt. Dieser Steinmetz ist Restaurator im Handwerk. Sein Name? Frank Steinhauer. Wenn man jetzt einen Steinhauer heißt, dann kann man ja kein Bäcker lernen. Auch Stein hält nicht ewig. Restaurierung ist ein wichtiger Bestandteil dieses Handwerks. Ein Steinmetz hinterlässt Spuren im öffentlichen Raum. Jeder kann dessen Arbeit begutachten. Ein bisschen schwenken. Das macht ja schon Spaß, wenn man durch die Straßen fährt und kann schon überall sagen, hier hat man sich was angeschaut, hier hat man aufgemessen, hier hat man gearbeitet. Und es ist natürlich interessant, wenn man sieht, es hat sich auch bewährt, was man die letzten Jahre gemacht hat. Ja. Da kann man auch mit gutem Gewissen durch die Straßen gehen. Die Gartenfeldstraße in Mainz. Ich habe letztes Jahr den Auftrag gehabt, hier die Fassade mal abzufahren. Da waren massive Schädigungen, es sind Steine runtergefallen. Da hieß es, wir müssen mal schauen, dass da die Gefährdung einfach mal wegkommt. Und haben ein Grobaufmaß hergestellt und mit diesem Grobaufmaß konnten wir dem Kunden ein Angebot unterbreiten. Thomas, können wir die Längenmaße gerade nehmen? Dieses Mainzer Gründerzeithaus wurde 1885 erbaut. Heute steht es unter Denkmalschutz. Die Fassade ist stark verwittert. Vor über 40 Jahren wurde schon einmal ausgebessert, allerdings mit fatalen Folgen, die heute sichtbar werden. 27. Einmal wurde bei der letzten Sanierung mit Steinersatzmasse reprofiliert. Können wir hier erkennen. Das hier ist also kein Naturstein mehr, das ist Steinersatzmasse. Hier in verschiedenen Farben. Einmal dieser Grundton ist grau und die Deckschicht ist ein bisschen rötlich eingefärbt. Natürlich haben sich hier im Laufe der Jahre Risse gebildet. Es konnte Wasser eindringen und es hat dazu geführt, dass diese Steinersatzmasse sich gelöst hat und in größeren Stücken zu Boden fiel. Hier vorne kann man davon ausgehen, dass dieses Bauteil bei der letzten Sanierung mit einer Imprägnierflüssigkeit eingepinselt wurde. Es soll eigentlich eine wasserabweisende Schicht gebildet werden. Die wasserabweisende Schicht erweist sich aber als Nachteil, weil hier oben durch die offene Fuge Feuchtigkeit eindringen kann und kann nicht mehr ungehindert ausdunsten. Dadurch platzt die Oberfläche des Steins ab. Der Handlauf der Balustrade ist nicht mehr zu retten und soll neu hergestellt werden, in Größe und Form exakt wie das Original. Eisenklammern verbinden die Handläufe der Balustrade und müssen durchtrennt werden. Frank Steinhauer ist mit Sandstein groß geworden. Ich habe im Steinmetzbetrieb in der Nähe von Bad Kreuznach gelernt. Wir haben hauptsächlich Sandsteinsanierungen gemacht. Da ging es natürlich auch relativ zeitig zur Sache mit handwerklichen Bearbeitungen. Und habe dann nach Abschluss der Lehre einige Jahre als Geselle in der Gegend gearbeitet. Wo ich herkomme, ist natürlich, wurde viel Sandstein verwendet und zum Teil auch noch abgebaut. Da ist Sandstein eigentlich das Hauptmaterial. Und jetzt auch hier in der Mainzer Ecke sind die meisten historischen Gebäude in Sandstein errichtet worden. In die Bohrlöcher werden später Keile gesetzt, um das sperrige Stück zu spalten. Auch die Balkongitter müssen ausgestemmt werden. Der Thomas hat hier Löcher gebohrt. Da werde ich jetzt diesen Keil einsetzen. Jetzt werden wir beginnen, die Keile mit dem Fäustel einzutreiben. Das dazu führt, dass sich hier ein Riss bildet. Hebeisen bitte. Langsam. Kannst du den Keil rausmachen? Wir können hier natürlich mit diesem Keil die Richtung des Sprengens beeinflussen. Klar, wenn ich die Keile so rum einbaue, werden die zwei Werkstücke nach da weggedrückt. Wenn ich ihn so einbaue, werden die Werkstücke in dieser Richtung auseinandergedrückt. Muss man schon ein bisschen aufpassen, kann man schon ein bisschen Schaden anrichten. Ja. Machen wir die Keile drin? Man hört schon beim Schlagen, wenn der Ton ein bisschen klangvoller wird, dann haben die Keile da ein bisschen zu arbeiten.
Jetzt hört man schon, jetzt ist er durch, der Kleine. Hängt hin. So. Ja. Es ist immer ein bisschen eine heikle Sache, Werkstücke abzubauen, von denen man nicht weiß, wo jetzt eine Beschädigung schon stattgefunden hat. Ja? Wenn natürlich die Vorgänger einfach hier den Riss mit Steinersatzmasse hier geschlossen haben und denken, naja, es wird noch eine Zeit lang halten, ist die Gefahr relativ groß, dass er jetzt gerade, wenn er an einer Schlaufe hängt, in der Mitte durchbricht. Stopp. Hier können wir nochmal die Materialstärke dieser Steinersatzmasse relativ gut erkennen. Ja? Hier ist Naturstein, da ist die Steinersatzmasse und dazwischen hat sich eine Zone gebildet, die keinerlei Festigkeit mehr hat. Ja? Ja? Steinersatzmasse ist nur sinnvoll, wenn sie in verhältnismäßig kleinen Flächen angetragen wird. So eine komplette Fläche anzutragen, das kriegt man einfach nicht hin, ohne dass es da zu Wassereintrag kommt. Es ist wichtig, dass wir sämtliche Werkstücke ein bisschen durchnummerieren. Einige der Teile sollen ja wiederverwendet werden. Und es ist sinnvoll, wenn wir unseren Mitarbeitern im Betrieb ein paar Bilder zeigen können, wie die Steine im Verbund verbaut waren. Ist für jemanden, der jetzt hier vor Ort war, relativ einfach. Aber wenn jetzt hier diese Stücke auf einer Palette im Hof liegen, ist es ein bisschen schwieriger für die Mitarbeiter da zu sehen, wie die zusammengehören. Und ich werde jetzt einfach mal ein paar Bilderchen machen, die ich auch für die Dokumentation brauche. Auch noch in 50 Jahren sollen Kollegen nachvollziehen können, wie und mit welchen Materialien hier gearbeitet wurde. Wenn man überlegt, die letzte Sanierung war jetzt 1970. Und so wie das damals gemacht wurde, das ist halt für nach heutigen Gesichtspunkten kein Stand der Technik mehr. Aber damals war es halt so. Und ich denke, wir werden es schon so machen, dass es auf jeden Fall länger hält, wie was die Vorgänger gemacht haben. Beginnen wir mit dem Abbau, Thomas. Pfusch am Bau in den 70ern, den dunklen Jahren der Denkmalpflege. Aber schon die Erbauer des Hauses haben seinerzeit Fehler gemacht, die nun nach 130 Jahren sichtbar werden. Zum Beispiel bei der Verankerung der Balkongitter. Was haben wir hier? Man kann hier erkennen, die Eisenteile sind hier in keinster Weise beschichtet, was zur Rostbildung geführt hat. Weiterhin, was nachteilig ist, der Einbau wurde mit Gips vorgenommen. Gips ist natürlich relativ empfindlich, nimmt sehr viel Feuchtigkeit auf und dadurch bildet sich ein extremer Druck, der den Stein irgendwann gesprengt hat. Doch das ist noch nicht alles. Hier kann man jetzt gut die Rissbildung zeigen. Dieser Stein ist von der Lage Richtung horizontal eingebaut, hat verhältnismäßig wenig Schäden. Dieser Stein ist in dieser Lage Richtung so rum eingebaut. Das hat dazu geführt, dass die vordere Platte komplett abgefallen ist. Thomas, möchtest du mir den festhalten? Hier können wir gut erkennen, der Schaden ist genau in der Fläche, wo das Eisen eingesetzt war. Der Schaden ist auch schon länger entstanden. Also wir sehen hier, es ist schon relativ viel Schmutz hier in die offene Fuge reingelaufen. Also hier war es höchste Zeit, dass hier was gemacht wird. Natürlich habe ich in der Lehre auch noch andere Sachen erlernt, wie
Treppenbau, Montage von Fensterbänken, Fassadenplatten, was natürlich auch zum Steinmetzberuf gehört. Aber eigentlich mein Favorit ist die Sandsteinbearbeitung und die Restaurierung. Ich habe mich auch dann nach einigen Jahren entschieden, die Meisterprüfung und die Gestalterprüfung in Freiburg abzulegen. Da war ich 1992 bis 1994 mit dem Abschluss Steinmetz- und Bildhauermeister und staatlich geprüfter Gestalter Fachrichtung Steintechnik. In der Mainzer Gartenfeldstraße verhüllt die Folie noch weitere marode Fassadenteile. Solche Zierelemente befinden sich immer über Fenster- oder Türöffnungen, um die Fassade ein bisschen aufzulockern, beziehungsweise diesen großen Freiraum zwischen Sturz und nächsten Fensterbanksims ein bisschen aufzulockern, werden solche Stücke eingebaut. Die Profilierung im unteren Bereich hier läuft meistens horizontal durch, das heißt, das Balkongesims hier und dieses Gesims ist das gleiche. Ich werde jetzt hier auch nochmal das Profil abnehmen mit dem Profiltaster und auf Papier übertragen. Diese hintere Fläche habe ich mir schon markiert. Da bin ich also hier und weiß genau, wie ich meinen Profilkamm anlegen muss. Übertrage ich jetzt hier. Und weiß jetzt genau, wie mein Reparaturstück aussehen muss. Mit einer Winkelschmiege misst Frank Steinhauer den Böschungswinkel der Fensterbedachungen. Mit den genommenen Maßen kann jetzt dieses Stück rekonstruiert werden. Es gibt ein bisschen Staub, das ist ein bisschen notwendig, dass man sich ein bisschen schützt. Die giebelförmigen Fensterüberdachungen werden nicht komplett entfernt, sondern durch Reparaturstücke ergänzt, sogenannte Vierungen. Dazu schneidet und meißelt Frank Steinhauer die beschädigten Partien heraus. Diese Teile werden später maßstabsgetreu ergänzt. Mit dem Presslufthammer meißelt er die abgeflexten Partien weg. Er weiß nicht, wie tief die Giebel in der Wand verankert sind. Erstmal will er 5 cm hinter den Putz schneiden. Die geschnittene Oberfläche raut er auf, damit später Mörtel darauf haftet. Und jetzt mit dem Ausarbeiten dieses Teilstücks fertig. Wir haben ungefähr eine Einbindetiefe von 25 mm erreicht. Ich wollte eigentlich auf 50 mm gehen, aber ich habe hier gemerkt, hier ist das Rohrstück schon fertig. Und die Gefahr ist relativ groß, dass es innen zu einer Beschädigung kommt. Deshalb dachte ich, wir hören hier auf. Die Oberfläche ist jetzt schön rau und das neue Stück kann hier problemlos eingebaut werden. Tage später sind in der Gartenfeldstraße die letzten beschädigten Teile entfernt. Jetzt wird erstmal aufgeräumt. Wir machen das Gerüst auf, mal gucken, dass keiner runterfällt. Und dann werden die Steine mit dem LKW-Kran runter auf die Brücke gehoben und im Betrieb noch ein bisschen durchsortiert, was wir definitiv nehmen und was nicht. Seid ihr soweit? Bisschen vor. Auf! Das Gerüst wird von der zentnerschweren Last der verwitterten Sandsteine befreit. Sie werden im Hof der Firma erstmal zwischengelagert. Es wird sich herausstellen, dass keines der Originalteile aufbereitet werden kann. Der Balkon wird neu hergestellt.
neuen Steine für die Fassade kommen aus dem Schweinstal, tief im Pfälzer Wald. Sandstein gibt es viel im Pfälzerwald. Frank Steinhauer kennt die Steinbrüche der Region und weiß, welches Material er für die Mainzer Fassade braucht. Erstens mal muss das Material natürlich zum Altbestand passen. Wir haben Material in Mainz vorgefunden und das Ausgleichsmaterial soll sich natürlich in Farbe und Zusammensetzung ans Altmaterial anpassen. Dieser Sandstein ist auch noch besonders haltbar. Es hat einen relativ hohen Quarzanteil. Quarz natürlich hat der Umweltverschmutzung ein bisschen was entgegenzusetzen. Und wir achten natürlich auch darauf, dass die Lagerrichtung vom Sandstein richtig rum ist. Hatten wir ja bei dem Untergrund der Balustrade gesehen, die Lagerrichtung war falsch. Das Wasser konnte in die offenen Klüfte eindringen und konnte durch Frostsprengung die vorderen Schalen abschmeißen. Wir prüfen jetzt mal, wie die Lagerrichtung vom Sandstein ist, dass wir den auch wirklich horizontal im Objekt einbauen können. Dazu werde ich mal eine kleine Ecke abmeißeln. Kann man jetzt schön erkennen, die Lagerrichtung vom Sandstein. Man sieht hier die einzelnen Quarzkörner, wie die auf einer Fläche drauf liegen. Das heißt also, wir werden aus diesem Stück hier eine Scheibe rausschneiden und da können wir prima den Handlauf für die Gartenfeldstraße rausarbeiten. Noch im Steinbruch werden die Blöcke zurechtgeschnitten. Je nach Anforderung von einer Steinsäge oder wie hier von einer Gattersäge in Platten gesägt. Frank Steinhauer und sein Chef Ulrich Schulz suchen zusammen mit Katrin Holtkamp vom Steinbruch Picard das Material nach Farbe aus. Das Natursteinwerk südlich von Kaiserslautern bietet etwa 20 verschiedene Farbnuancen des Sandsteins. Die Bänke in unserem Bereich relativ stark beschädigt sind. Die Dame hat natürlich ihre Blumen immer schön gedüngt und gegossen. Und wenn wir hier diese Fensterbänke müssen komplett ausgetauscht werden. Allein für die Fassade in der Gartenfeldstraße braucht er 10 Tonnen Sandstein. Das hat Frank Steinhauer anhand der Maße ausgerechnet. Dieses Material aus unserer Heimat wird seit Jahrhunderten verbaut. Und ich finde es schön, wenn ein Austausch da ist, man auch wieder das Material nimmt und nicht sagt, hier, ich nehme irgendein Material, das ich von weit her karre. Es kommt von hier. Und es wird hier verwendet und wird hier eingebaut. Ich denke, das ist schon, wie es eigentlich sein sollte. Frank Steinhauers berufliche Heimat, die Firma Sauer in Budenheim. Ein Fachbetrieb für Natursteinarbeiten. Sie wurde schon mit dem Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege ausgezeichnet. Sie hat den Mäuseturm bei Bingen restauriert, das Niederwalddenkmal oder das Mainzer Schloss. Sie stellt Bildhauerkopien her, fertigt aber auch alltägliche Dinge wie Küchenarbeitsplatten. Die Bandbreite ist groß. Irgendwie konnte Frank Steinhauer nichts anderes als Steinmetz werden. Der Vater war auch in einem Steinmetzbetrieb tätig und dann habe ich da schon ein bisschen reingeschnüffelt. Auch familiär haben wir da schon Verbindungen dazu gehabt. Und da habe ich da schnell Spaß dran gefunden, sage ich mal. Ich habe jetzt die Stücke, die wir als erstes produzieren müssen. Ja. Mal. Nun wird der Zuschnitt der Teile vorbereitet. Mit den Aufmaßdaten programmieren die Steinmetze eine Steinsäge. Jetzt zeigt sich auch, wie praktisch eine Dokumentation ist. Ja, also wir bewegen uns jetzt hier in dem Bereich hier. Diese zwei links, zwei rechts stellen wir her und diesen Handlauf. Balkon. Fangen wir an mit dem Balkon. Wir haben letzte Woche den Obergurt runtergenommen. Ja. Das hier ist die Profilierung. Ansonsten ist dementsprechend alles beschrieben. Wir haben insgesamt 4 Verdachungen.
gut. Vier komplett? Vier komplette Verdauung. Wir haben eine Tiefe von Vorderkante, Gesimsstück bis Vorderkante, Fassade von 31 cm. Und wir haben jetzt auf 35. Was hat das Programmieren einer Steinsäge noch mit dem Steinmetzhandwerk zu tun? Sagen wir so, die Ausbildung hat sich doch wesentlich erweitert. Vorher hieß es, der Steinmetz, der haut Steine, der macht Profile, der baut die am Bau ein. Natürlich die Spade der Grabmale nicht zu vergessen. Aber mittlerweile ist eine Menge von weiteren Arbeiten hinzugekommen. Das heißt also Küchenarbeitsplatten, dann Gestaltung von Bädern, Fassadengestaltung mit neuen Materialien, die es einfach vorher nicht gab. Jetzt ist es soweit. Der Handlauf wird aus dem Stein geschnitten. Wir haben dieses Rohstück für den Handlauf, für den Obergurt mal aufgebänkt. Das heißt also auf den Sägetisch gelegt. Jetzt werde ich mit dem Bendig noch mal schauen, wie viel Material wir noch abschneiden müssen, dass wir an eine saubere Fläche drankommen. Jetzt entscheiden wir, ob wir die Hinterseite zur Verwendung nehmen oder die Vorderseite. Jetzt geht's los. Gut. Ja, ich will gerade noch das Ende abfahren, dass das passt. Das stimmt, das ist gut. Ja. Sie legen den Punkt fest, an dem die Säge mit der Arbeit beginnen kann. Endpunkt stimmt, gut geröstet, Abstimmung geht schneller. Ja. Das Blatt der Steinsäge fräst sich millimetergenau in den Stein und arbeitet nach und nach die verbleibenden Stege ab. Das tut sie oft über Nacht. In 6 bis 7 Stunden wird sie ihre Arbeit getan haben. Feierabend für die Steinmetze. Am nächsten Morgen um 7 ist der Handlauf zurechtgesägt. Der verbliebene Rohblock wird abtransportiert. Bisschen anheben. Ja, müssen wir das andere Ding beschädigen. Muss die Kante ein bisschen brechen, weil wir den Stein gleich umlegen und das dann zur Beschädigung auf dem Holz kommt. Wir fahren rüber in die Werkstatt und dann musst du nochmal. Zum Schluss wird der Handlauf auf die exakte Länge geschnitten. Er ist fast 3 Meter lang. Maschinen wie computergesteuerte Steinsägen können dem Steinmetz viel Arbeit abnehmen, aber ersetzen können sie ihn nicht. Tendenziell kann die Maschine fast alles, beziehungsweise die Maschinen gewisse Grenzen. Man kann natürlich mit kleineren Durchmessern des Sägeblattes immer mehr noch technisch rausholen, aber irgendwann ist es zeitlich nicht mehr im Rahmen. Wenn ich, um das sauber auszuarbeiten mit einer Maschine, länger brauche, wie wenn ich es von Hand meißle, dann hat es keinen Zweck. Die handwerkliche Oberfläche, wie ich sie vor Ort finde, die muss von einem Menschen hergestellt werden. Hier die 14. Die Maße, die ich genommen habe, habe ich jetzt hier auf den Stein übertragen. Habe nochmal den Stein auf exaktes Längenmaß kontrolliert und beginne jetzt mal die Falz anzuzeichnen. Hier gibt es einige Sachen, die von Hand gemeißelt werden müssten. Natürlich könnte man mit der modernen Maschinerie das noch bis auf die Spitze treiben. Aber wenn eine Handarbeit erforderlich ist, muss man irgendwann mal einen Schnitt machen und sagen, hier bis dahin machen wir es mit Maschine, den Rest machen wir mit Hand, um einfach dem Werkstück da noch eine eigene Note zu geben. Jeden Schlag, den ich hier ausführe, ja, geht natürlich hier mit Pressungsunterstützung wesentlich schneller.
Diese Falze konnte die Säge nicht schneiden. Sie muss mit der Hand ausgearbeitet werden. Der Presslufthammer halbiert die Arbeitszeit, aber die Arbeitsschritte sind seit vielen Jahrhunderten die gleichen. Auch die Form der verschiedenen Eisen, also die Meißel mit ihren Werkzeugspitzen. Das sind die klassischen Arbeitsschritte, die einen Rohling zum Werkstück machen. Ich möchte mal die Arbeitsweise der Zweispitze erklären. Mit diesem Werkzeug wurde früher die Oberfläche grob gerichtet. Danach wurde mit dem Sprengeisen eine Kante fixiert. Der sogenannte Rosen muss jetzt abgearbeitet werden, um eine saubere Fläche herzustellen. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Mit dem Schlageisen wird die Fläche rundum begrenzt. Es ist darauf zu achten, dass die sogenannten Schläge wirklich auf einer Lage sind, ansonsten kriege ich eine verwundene Fläche. Als nächstes wird mit dem Spitzeisen der sogenannte Bossen abgespitzt, abgearbeitet. Die Werkzeuge werden immer feiner. Nach dem Spitzen folgt das Gröneln. Kann ich hier mal demonstrieren? Der Krönel kombiniert viele dünne Spitzeisen und hinterlässt kleine Vertiefungen. Wir sehen, es gibt schon eine relativ ebene Oberfläche. Auch die Verwendung der Zahnfläche oder der Fläche ist auf den gespitzten Grund möglich. Zeigen wir noch mal das Scharriereisen. Um den Stein jetzt hier komplett zu kletten, würde man die Richtung mal wechseln. Sehen wir hier ist also, kann man schon als komplett geklettete Oberfläche ansehen hier. Habe hier die Variante mit dem Knüpfel gewählt. Es gibt natürlich auch die Variante, die gleichen Werkzeuge als Pressluftunterstützung zu benutzen. Im Endeffekt sehen die aber gleich aus. Wenn wir jetzt hier mal ein Schlageisen für die Pressluft und Schlageisen für die Hand betrachten, sind also gleich vom Aufbau, nur das Einsteckende ist anders. Mit dem kleinen Presslufthammer glättet er die Flächen der Falzen. Ich nehme jetzt meine Profilschablone, zeichne die auf der Rückseite an und dann wird dieses Profil nach hinten durchgearbeitet. Eine sogenannte äußere Profilwiederkehr. Profil läuft außen um die Kurve. Das ist immer noch die Profilschablone, die vom Original in der Gartenfeldstraße genommen wurde. Ein bisschen laut. Um das Profil zu meißeln, müssen zuerst Flächen abgemeißelt werden, die die Säge nicht erreichen konnte. Dabei folgt Steinhauer den klassischen Arbeitsschritten. Mit dem Schlageisen begrenzt er die Fläche.
Mit dem Spitzeisen meißelt er überflüssiges Material ab, wie bei einem Bossen. Um die Kanten zu definieren, greift er wieder zum Sprengeisen. Und so wiederholen sich die Schritte, bis er eine Fläche hergestellt hat. Für eine Profilwiederkehr braucht er etwa 2 Stunden. Die Fläche wird langsam eben. Mit dem Schlageisen macht er sich ans Glätten. Jetzt ist die Fläche annähernd eben. Ich habe jetzt den Bereich hier, wo die Wassernase verläuft, habe ich geklettet. Das hier wird noch später rausgearbeitet hier. Und um das Profil herzustellen, werde ich eine Phase anmeißeln, ja, um einfach mal das grobe Material wegzubekommen. Eine Phase verbindet die höchsten Punkte des Profils. Erst wenn sie abgemeißelt ist, kann man sich an die Ausformung des Profils machen. Inzwischen hat er die Phase abgetragen. Langsam kann man die Form des Profils erkennen. Wenn alle Kanten abgearbeitet sind, entsteht die Rundung im Profil. Doch um so weit zu kommen, musste er sich exakt an die Profilzeichnung halten. Auf gut Glück loshämmern klappt nie. Ich habe, um die Rundung herzustellen, einfach hier eine Schräge draufgelegt. Dann habe ich hier nochmal 2 kleine Falsen gearbeitet. Eine False ist also eine winklige Aussparung. Einmal hier und einmal hier. Und die verbleibende Schräge habe ich dann 2- oder 3-fach abgefasst. Jetzt kann man schon erkennen, die Rundung ist annähernd fertig ausgearbeitet. Die nächsten Schritte, wir werden jetzt für den Balkon, dieses Stück haben wir hergestellt, die 2 Seitenteile, die gegen die Wand laufen, die werden umgehend produziert. Bei den Verdachungen sind wir gerade dran und stemmen überall, wo es erforderlich ist, die Werksteine aus. Und die werden dann in dieser Art auch wieder produziert. Auch die Reparaturstücke für die Bedachungen sind schon vorbereitet. Das hier entstandene Dreieck ist später hier in diesem Bereich hier. Und hier über die Profilierung. Sechs Wochen später sind fast alle Reparaturstücke fertig und können in der Fassade in der Gartenfeldstraße eingebaut werden.
Mit Klebemörtel verbinden die Steinmetze die Reparaturstücke mit den Originalteilen. Jetzt haben wir die Neuteile hergestellt, haben auf den exakten Fugenverlauf geachtet. Ja, also hier eine Fuge, das Neuteil hat auch wieder eine Fuge. Wir werden jetzt die unteren Teile montieren, die mittleren Teile und das Häubchen. Jetzt zeigt sich, ob Frank Steinhauer richtig gemessen hat. Mal gucken, wie es aussieht jetzt, ja. Ja, das müssen wir jetzt mit der Spitze gucken. Dann die Giebelspitze drauf. Passt. Da ist noch viel drin. Die Neuteile sind jetzt alle montiert. Ich wasche jetzt nur ein bisschen drüber. Nach der Aushärtung des Mörtels wird verfugt und dann sind wir eigentlich durch. Jetzt ist der Balkon dran. Wir haben hier an der Balkonplatte die Vorderkante erneuert. Da haben wir mehrere Stücke eingesetzt, haben die mit Edelstahl verdübelt, mit dem Altteil. Danach kam der Spengler, hat die Metallaufkante gemacht, die hier jetzt horizontal ca. 50 mm noch hinter die Vorderkante geht. Danach haben wir den Untergurt platziert, verdübelt und jetzt soweit vorbereitet, dass wir die Postamente aufsetzen können. Wir füllen die Türklappe mit Mörtel auf. Sämtliche Metallteile, die wir einbauen, sind aus Edelstahl. Wir haben ja im letzten Mal gesehen, dass die geschmiedeten Stahlteile natürlich zur Rostsprengung führen, was jetzt hier nicht mehr der Fall ist. Die Oberflächen haben wir schön aufgeraut, dass der Klebemörtel sich gut mit dem Stein verbindet. Die gesägten Flächen sind natürlich relativ glatt und deshalb ist so eine Aufrauung eigentlich erforderlich. Wir legen hier, um die Fugen gleichmäßig hinzukriegen, diese Kunststoffklötzchen auf. Die werden hiermit eingemörtelt. Hast du? Ja. 112 Kilo. Steinmetze müssen fit und kräftig sein. Ist nur ab. Jetzt bewegen wir den Stein, bis er auf den Kunststoffklötzen aufsitzt. Also Mörtel ist ausreichend genug drin. Der schwimmt jetzt noch ein bisschen. Wir drehen jetzt so lange, bis der Mörtel sich verteilt und das überschüssige Material kann rausquatschen. Jetzt merkt man, hier sitzt er auf. Ja. Gut. Der Diamantquader in der Mitte der Balustrade ist nicht ganz so schwer. Wir haben hier jetzt darauf geachtet, dass die Lagerrichtung dieser Steine horizontal ist. Man kann sie erkennen. Die Lagerrichtung ist so war der Stein noch im Steinbruch. Beim Untergurt kann man es auch erkennen, was natürlich auch wesentlich haltbarer ist. Jetzt kommt die schwierigste Montage,
Der Handlauf der Balustrade, das größte Werkstück der Fassade, ist mit 3 Metern zu lang, um ohne weiteres durch die Lücke im Gerüstboden abgehievt zu werden. Steinhauer und seine Mitarbeiter müssen das Stück diagonal eintauchen. Eine knifflige Angelegenheit. Das Werkstück wiegt stolze 300 Kilo. Hier runter, ja. Halt die Hand ein bisschen dran. Komm mal, stopp. So, langsam ab. Eine Unachtsamkeit und der Handlauf wird beschädigt. Bisschen ab noch. Ja, so. Gut. Verhängt. Sind wir wieder frei, ja? Jetzt ist er angekommen, steht aber noch hochkant. Thomas, normal können wir hier unten, kommt doch gerade runter, drehen wir gerade um. Auf die Unterseite schon. Ja? Normal müssen wir weiter noch fahren. Beim Umdrehen von Hand wird es noch mal spannend. Ja, jetzt. Du musst heben. Wir müssen heben. Stopp, stopp. Heben, heben. Ach, du musst heben. Hoch, hoch. Gut, okay. Gut. So. Zu mir erstmal steht noch jetzt auf. Stopp. Festhalten. Marker fest. Halber fest. Hängen wieder an. Wir hängen an und dann machen wir die Löcher voll. Ja. Besser so. Nicht drauf. Ziehen wir leicht an. Und die Kette auf, dass sie oben bleibt, ja. Halt die Hand ein bisschen dran, ja. Wo ist das Wasser eben? Das klingt ja schon. Genau wie die anderen Werkstücke wird der Handlauf an der Innenseite verdübelt, sodass kein Wasser eindringen kann. Lach nicht, Auge. Langsam ab. Nun wird der Handlauf auf die Dübel geschoben. Ja, es ist. Ich schon mal etwas hier. Ja. Sind beide Stücke hier miteinander verdübelt. Wir haben oben kein Metallteil. Das rosten kann, beziehungsweise in dessen Kerben sich Wasser ansammeln kann. Wenn das verfugt ist, ist es wesentlich besser, als es vorher war. Und wenn alle Fugen verschlossen sind, dann werden wir die Löcher noch für die Brüstungsgitter einarbeiten, die Stücke einpassen. Es hat ja über 100 Jahre gehalten, jetzt hält es mindestens noch mal genauso lang. Wenn das Gerüst weg ist, wird das historische Wohnhaus in der Mainzer Gartenfeldstraße in neuem Glanz erstrahlen. Ein weiteres Meisterstück, das Steinmetzmeister Frank Steinhauer mit Stolz betrachten kann, wenn er durch die Mainzer Straßen geht. Es wird ihn lange überdauern.